Cornwall liegt im Süden Englands. Das Leben dort ist sonniger und relaxter als London, ländlicher mit Stränden. Dort haben wir gefilmt. Es war eine wundervolle Zeit. Man hat sich jeden Tag auf die Arbeit gefreut. Dieser Ort hat etwas Magisches. Und auch das Haus, in dem wir filmen. Man spürt, dass man hier glücklich werden könnte. Und das überträgt sich auf die Crew. Alle sind gut drauf und fühlen, dass wir wirklich an einem Ort sind, an dem so ein Familienleben möglich ist. Das ist Mary. Gott, wie hübsch. Oh nein, das ist nur, ich habe so viel Wimperntusche und Lippenstift drauf. Darf ich mal sehen? Ah ja, schön. Dieses Haus ist eine Pracht, ohne protzig zu sein. Den Garten haben wir sehr natürlich gestaltet, mit etwas längerem Gras. Dem Haus gaben wir einen rosafarbenen Ton, damit es sich ein wenig mehr in die Landschaft einfügt. Innen zeigt es eine unergründliche Welt, was die Familie schön widerspiegelt, finde ich. Dass wir den Film auf einer Grünfläche mit Blick auf den Strand und das Meer drehten und der Sommer auch noch rekordverdächtig schön war, spielte in unsere Hände. Die Leute verstehen sich unglaublich gut und sind sehr zuvorkommend und nett zueinander. Ich bekam eine SMS eines Schauspielers, in der er schrieb, es wäre das perfekte Paradies und die wahre Hölle zugleich. Denn wir haben hier oft dieses ambivalente Gefühl, dass wir wunderschöne Lebenssituationen porträtieren. Doch wir machen eben nur einen Film darüber und erleben sie nicht selbst. Ich liebe es, an Originalschauplätzen zu drehen, denn das verbindet dich. Und es war idyllisch. Es hat uns recht schnell einander näher gebracht, denn wir verbrachten den ganzen Tag zusammen am Strand. Es gibt keinen besseren Ort, um eine Familie zu werden. Alles eine Frage der Zeit. Ab 17. Oktober im Kino.